Ja, grundsätzlich gibt es natürlich einige Sachen zu beachten, wenn wir daran denken, dass demnächst die Third-Party-Cookies nicht mehr existieren und wir über eine Zukunft ohne Cookies, eine Welt ohne Cookies reden. Wir haben einige Sachen, die weiterhin funktionieren werden, wie beispielsweise Sichtbarkeitsmessung oder auch Klickraten. Wir haben aber andere Sachen, die wegfallen, so zum Beispiel Audience Verification, Retargeting, halt Sachen, die wichtig sind, wenn wir eine Customer Journey verfolgen wollen in der digitalen Welt. Einige Lösungsansätze sind schon vorhanden. Denken wir beispielsweise an das Umfeld-Targeting. Umfeld-Targeting wird so ein bisschen wieder eine neue Erlebbarkeit irgendwo haben, weil wir hier eine Möglichkeit haben, eine Zielgruppe trotzdem relevant zu erreichen. Die größte Lösung wird allerdings das Thema First-Party-Cookies sein, beziehungsweise First-Party-Daten. Viele Werbetreibende haben hier bereits Kundendaten irgendwo vorhanden. Die Fragestellung ist aber natürlich, wie übersetzen wir diese First-Party-Daten, die wir haben, in eine Werbewelt, wo wir Kunden wiederfinden können. Dementsprechend wird es in der Zukunft noch einige technologische Lösungen brauchen, um genau dies zu tun. Auch natürlich müssen wir berücksichtigen, dass wir den Walled Gardens nicht komplett das ganze Feld überlassen wollen. Und eine weitere Sache, die wir berücksichtigen müssen, ist weiterhin mit holistischen Attributionsmodellen umzugehen, um eben auch hier übergreifende Werbewirkung irgendwie sicherzustellen.